Wow, das ist ein teures Handy, Ma'am. Das hier ist besser für Sie. Okay. Ich interessiere mich für ein iPhone. Können Sie es überhaupt bedienen? Nein. Aber ich möchte es meinem Enkelsohn schenken. Oma, es ist ein Vermögen wert. Dafür haben Sie nicht genug Geld. Ich habe über ein Jahr lang gespart und ich möchte ein gutes Handy für meinen Enkelsohn kaufen. Werden Sie mir helfen oder soll ich in einen anderen Laden gehen? Natürlich kann ich Ihnen helfen, Ma'am. Warum haben Sie nicht gleich gesagt, dass Sie ein modernes Handy wollen? ich habe das schon gesagt. Oh, warten Sie eine Minute. Steve, ersetze die SIM-Karte und lege es zu den neuen Modellen und zwar sofort. Okay? Ma'am, sehen Sie sich das Zeug gar nicht erst an. Ich bin hier. Diese Handys sind schon veraltet. Kommen Sie, ich zeige Ihnen hier drüben mal die wirklich guten Sachen, ha? Dankeschön. Ma'am, das ist unser bestes Modell. Ah, wir haben heute ein Sonderangebot, also verkaufe ich es Ihnen für nur 1.499 Euro. Was? So viel? Ist das wirklich der Preis? Ma'am, was glauben Sie? Das ist das neueste iPhone. Es hat alles. Tolle Kamera, Titangehäuse, 128 GB Speicher. Ist das genug? Größer machen die gar nicht. Hä? Huh? Ja, Sie können es ausprobieren. Ja? Nun... Haben Sie auch irgendwelche billigeren Modelle? Dieses hier zum Beispiel? Oh, ich bitte Sie. Kennen Sie die Funktion? Sehen Sie. Hallo, Siri? Sag mir, wie ist das Wetter heute? Ich habe das hier gefunden, als ich nach Wie ist das Wetter heute gesucht habe. Ja. Kann das dieses hier auch? Diese Funktion gibt es nur bei diesem Modell. und das hier ist alles Schrott im Vergleich zu diesem hier. Hm? 1.500 ist zu viel. Hm. Entschuldigen Sie. Nein, danke. Wollen Sie wirklich an Ihrem Enkel sparen? Oh, ich kann mir vorstellen, was seine Freunde... über so ein mieses Geschenk sagen würden. Vielleicht sollten Sie ihm ein T-Shirt kaufen, auf dem Verlierer steht. Nein, nein, nein. Ich will nicht meine Meinung ändern. Nein. Na, das meine ich ja auch. Glauben Sie mir, das ist die beste Option überhaupt. Kommen Sie, bringen wir es hinter uns, ja? Okay. Das sind 1.499 Euro, bitte. Weitere 200 für die Hülle natürlich. Welche Hülle? Ich brauche keine. Ja, aber niemand trägt sein Handy ohne Hülle mit sich herum heutzutage. Und Kopfhörer. Nein, danke. Ich gebe Ihnen die allerbequemsten für nur 300, okay? Wenn mein Enkel so etwas will, wird er es kaufen. Ah, okay. Dann gebe ich Ihnen noch ein extra Ladegerät. Ich brauche kein Ladegerät. Okay, keine Ladegeräte? Die Einjahresversicherung kostet... Das reicht. Dieses Handy ist bereits sehr teuer. Ich habe genug Geld bei Ihnen ausgegeben. Also gut. Der Wunsch des Kunden ist mir Befehl. Viel Spaß mit Ihrem Handy. Was tun Sie da? Ich? Oma, das ist Ihr Handy. Sie haben dafür bezahlt. Es ist Ihnen aus den Händen gefallen, also ist es Ihr Problem. Bitte helfen Sie mir. Heute ist sein Geburtstag. Okay.
Ich kann es reparieren, aber es wäre nicht billig. 1000 €. Was? Das ist Diebstahl. Nun, wer ist schuld daran, dass Sie es fallen lassen haben, ha? Bezahlen Sie die Reparaturen oder ich muss Sie bitten, den Laden zu verlassen, ha? Rufen Sie den Manager. Rufen Sie den Manager! Ich werde niemanden rufen. Verstehen Sie mich? Er hat keine Zeit für eine Oma, die ihr Handy kaputt gemacht hat und jetzt von uns eine kostenlose Reparatur verlangt. Bitte, zahlen Sie einfach und ich repariere Ihr iPhone. Huh? Oh mein Gott. Was machen Sie denn da? Ich denke, das sollte genug sein. Wasser! Wasser! Oh, Oma, was ist denn los, ha? Wasser! Wasser? Okay, okay, einen Moment bitte. Hier, bitte, aber... Oma? Oma, wo sind Sie hin? Ethan, in mein Büro, sofort! Oh nein. Okay. Diese Kundin hier hat mir gesagt, dass du erst einmal ihr Smartphone kaputt gemacht hast. Und dann hast du auch noch Geld von ihr verlangt? Ich habe nicht vor, solche Verhaltensweisen zu tolerieren. Entschuldigung, aber wovon reden Sie da? Diese alte Dame ist völlig verrückt geworden. Erstens hat sie mich sie stundenlang beraten lassen und jetzt lügt sie. Ich muss mich nicht vor dieser Oma rechtfertigen, denn ich habe nichts kaputt gemacht. Ist das das Telefon? Her damit. Nun, es funktioniert noch. Ist das Ihr Telefon? Ja, aber er hat es kaputt gemacht. Ich schwöre. Und was erzählen Sie als nächstes, dass ich es Ihnen für 1500 verkauft habe? Ja. Mr. Sven, sie ist eine einsame, alte Dame, die sich langweilt. Hören Sie, ich bin nicht verrückt. Okay, das ist genug. Ma'am, bitte. Nehmen Sie Ihr Telefon. Und gehen Sie. Mr. Sven, Sie werden in den Verkaufsbereich gebeten. Keine Sekunde Ruhe. Entschuldigen Sie. Sie schulden mir immer noch was für eine Reparatur. Wie haben Sie dieses Handy innerhalb einer Minute repariert? Es hatte ein Schutzglas drauf. Sie wissen wahrscheinlich nicht, dass alle modernen Handys es haben, ha? Wenn ich es nicht weiß, bedeutet das, dass Sie mich ausnutzen können? Alte Frau, wären Sie einfach mit dem Handy für Ihren Enkel heimgegangen? Hätten wir jetzt alle zufrieden sein können. Oh. Ma'am, was machen Sie noch hier? Ich werde das nicht so belassen. Ihr Berater hat mich buchstäblich ausgeraubt. Hören Sie auf, immer wieder diese Lüge zu wiederholen. Niemand glaubt Ihnen. Wollen Sie vielleicht noch die Inhaberin anrufen und es ihr erzählen? Ja, das ist eine sehr gute Idee. Wer ist die Inhaberin? Ma'am. Beruhigen Sie sich. Legen Sie das Handy weg. Sie wissen ja eh nicht mal, wie man es benutzt. Sie haben es mir heute ja gezeigt. Ma'am. Siri, hallo. Wer ist die Inhaberin des Hello-Technologieladens? Ich suche Joanna Moore. Ma'am, es tut mir wirklich leid. Das kann nicht sein. Ich hatte keine Ahnung. Sie wussten doch eben nicht mal, wie man... Mein Name ist Sven, Alex Sven. Es ist sehr nett, Sie kennenzulernen. Ich bin wirklich gut mit Technik. Ich kann auch sagen, dass der Short, den Sie mir verkauft haben, nicht mehr als $300 wert ist. Natürlich ist es auch nicht neu. Wollten Sie mir etwa Ihr Handy verkaufen, mein Lieber? Ja, aber ich wollte... Was? Mich betrügen? Es kursieren Gerüchte über diese Filiale.
darüber, dass man hier alte Geräte zu überhöhten Preisen verkauft und versucht, ältere Kunden zu betrügen. Also wollte ich es mir ansehen. Ich bedauere sehr, dass Leute wie Sie diejenigen ausnutzen, die sich nicht auskennen. Ein Berater sollte den Menschen helfen und nicht zu seinem eigenen Vorteil täuschen. Verstehen Sie das? Ja, es tut mir sehr leid. Ich kann alles erklären. Das alles werden Sie schon Ihren neuen Arbeitgebern erzählen. Obwohl, wenn ich mit Ihnen fertig bin, können Sie von Glück reden, wenn Sie einen Job als Tellerwäscher bekommen. Ich kenne alle anderen Einzelhändler in dieser Branche. Und glauben Sie mir, nach dem heutigen Vorfall werden Sie alles über sie wissen. Sie können jetzt gehen. Raus. Was ist mit meinem Handy? Strafe für schlechtes Benehmen. Pff. Mr. Sven. Ma'am. Ich würde gerne mit Ihnen über Ihre Mitarbeiter sprechen. Hi! Gary hier, der Showrunner von Dramatize Me. Vielen Dank an euch Dramatizers dafür, dass ihr uns folgt und unsere Videos anschaut. Wir wissen, wie gern ihr unsere Geschichten habt. Daher freue ich mich, ankündigen zu können, dass wir einen neuen Kanal namens Lovebuster starten. Dort könnt ihr noch mehr exklusive Geschichten über Liebe und Beziehungen sehen. Also, klickt den Link in der Beschreibung, abonniert und schickt ihn an eure Freunde weiter. Alles Liebe und bis bald.